Polizist gucken. Ja, wir sind gegen 12 Uhr mittags informiert worden darüber, dass ein Herr seinen Sohn und seine Schwiegertochter leblos im Haus aufgefunden hat hier in Brieselang. Es stellte sich später heraus, dass die Frau bereits verstorben war. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen und der 36-jährige Ehemann der Frau schwerst verletzt auch im Haus aufgefunden wurde. Es handelt sich allem Anschein nach um einen Tötungsdelikt. Wir können aber noch nichts Genaueres sagen. Wahrscheinlich um eine Beziehungstat, also kein freilaufender Täter, der sich jetzt hier in Brieselang rumtreibt. Also es ist eine Geschichte zwischen diesen beiden Menschen. Die Kriminaltechniker sind hier hinter mir immer noch zugange und zur Anzahl und zur Art und Weise der Messerstiche oder des Tötens überhaupt können wir nichts sagen. Es ist ganz klar, es ist eine völlig unauffällige Familie. Sie sind bekannt, beliebt hier im Ort und keine Vorgeschichte, die auf so eine Tat hätte hindeuten können.